Jo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FIFA World Cup Russia. So, da wir Serbien 7:1 geschlagen haben und Kolumbien England geschlagen hat, stehen wir jetzt im Viertelfinale gegen die englische Mannschaft. Das wird ein sehr, sehr spannendes Spiel, das sage ich von vornherein. Und wir schauen uns natürlich jetzt nochmal die Mannschaft an. So. So, Sané werde ich jetzt erstmal komplett rausnehmen, weil der ist einfach nicht mit dabei. So wie Tah und Leno. Dafür würde ich sehr gerne. Wen nehmen wir denn dafür rein? Volland, Raab, Hövedes, Stindl, Wagner, Süle, Ginter. Ginter ist auf jeden Fall dabei. Haben wir nochmal. Zwei Innenverteidiger, ein Torwart mit Ter Stegen, dann Goretzka und Gündogan, zwei zentrale Mittelfeldspieler sowie nochmal einen linken Außenverteidiger, Plattenhardt und einen Ersatzstürmer, Gomez. So, da ich sehe, dass Özil. Nein. Gut, haben wir das auch mal gemacht? Ja, wir möchten das gerne speichern. Und nun geht es. Zurück zur Zentrale und los geht's zum England-Spiel. Das Viertelfinale in Samara Stadion, in der Samara Arena. 45.000 Zuschauer passen hier in dieses Stadion, was gerade erst eröffnet wurde, gerade erst erbaut wurde. Und in diesem Stadion spielt die deutsche Nationalmannschaft gegen die englische Nationalmannschaft. So, in Kürze. Ich bin gespannt, wie das Spiel hier ausgehen wird, ob die englische Nationalmannschaft es endlich mal wieder schafft, gegen Deutschland in einem WM-Turnier, EM-Turnier zu gewinnen oder ob Deutschland die Siegesserie fortsetzen kann. Und los geht's. England probiert früh die Seiten zu wechseln und bleibt jetzt auch erstmal im Ballbesitz. Das ist Kane mit der Übersicht für Kane, naja, Sterling war das übrigens, der da abgeschlossen hat. Kane mit dem Pass auf Sterling und Sterling, klasse, geschossen und Reaktion von Neuer, on point. So, die Ecke wird ausgeführt von Henderson. Kane, Neuer. Also Neuer leicht erstmal in den ersten drei Minuten zweimal eingreifen. Und man weiß jetzt schon, wo England hin möchte, in welche Richtung. Und zwar aufs gegnerische Tor. Und Deutschland bis jetzt sehr, sehr wenig. Aber jetzt erstmal ein guter Ballgewinn. Aber bald gleich wieder weg. Schöner Pass von Müller und Özil. Jetzt mal die deutsche Mannschaft dran. Aber Ball ist schon wieder weg. Sterling auf Kane. Der auf Vardy. Oh, und die Latte rettet da. Und Kane da nochmal mit dem Nachkopfball. Boateng nicht gut geklärt, aber Kane, naja. So eine Chance muss man halt denn im Spiel nutzen. So, Müller. Auf Özil, Werner. So, das ist Draxler. Draxler, Özil. Und der erste gute Angriff von der deutschen Nationalmannschaft. Das sieht nicht gut aus. Aber es geht weiter.
Henderson auf Kane. Aber jetzt die deutsche Nationalmannschaft konnte sich hier erstmal befreien. Das ist Müller, da kommt er da nicht an den Ball ran. Doch, kommt er, Werner. Schön. Durchgesetzt von Werner. Schießt leider nur den Verteidiger an. Und Neuer hält den Schuss. Oh, Werner kommt da zum Kopfball. Butland kann den Ball parieren. Jones mit dem Seitenwechsel auf Walker. Und Walker mit dem Doppelpass. Rossell kriegt ihn auf der anderen Seite. Und Deutschland kann erstmal hier sich befreien. Henderson. Wenger macht gut Druck auf die deutsche Nationalmannschaft. Neuer. Nimmt da die Kugel auf. Hätte man auch als Rückpass werden können. Und das ist Schahn über die linke Seite jetzt. Und da ist Özil in der Mitte. Und da macht sich Butlander lang. Vardy ist das, die Nummer 20 von England. Boateng probiert da zu stören und Henderson probiert es aus gut 16 Metern. Naja, mit dem Abstoß, mit dem weiten Abstoß. Werner bleibt da am Ball. Deutschland kombiniert sich schön durch die englischen Reihen, aber Müller mit dem Ballverlust gegen Rossi. Vardy, Kane. Und das ist Sterling. Sterling. Klär den Ball doch einfach, Müller. Lange raus. Und hier gewinnt Deutschland jetzt den Ball. Und jetzt geht's schnell. Das ist Özil. Ach, das kann man aber mal pfeifen. Und jetzt Müller gewinnt diesmal das Duell gegen Rossi. Aber Rossi rächt sich gleich. Kane. Und da gibt es jetzt den ersten Freistoß und wahrscheinlich auch die erste gelbe Karte. Das war ein ungünstiger Zweikampf. Und Kimmich sieht gelb, ja. In der 44. Spielminute. Und Kane führt auch den Freistoß aus. Kein Freistoßspiel, okay. Gut geklärt von der deutschen Nationalmannschaft. Und jetzt Özil mit viel Platz. Und das geht mal Richtung englisches Tor. Aber er verliert den Ball. Obwohl man das meiner Meinung nach auch hätte pfeifen können. Schöne Parade von Neuer. Der war ja noch abgefälscht hier. Aber Neuer hält hier die Null. Sterling, nee, der war nicht abgefälscht. Schießt aber natürlich auch direkt auf Neuer. Gut, immer noch 0-0. Jetzt der Eckball. Özil probiert zu klären. Und jetzt ist Schluss. Halbzeitstand zwischen Deutschland und England. 0-0. England besitzt meines Erachtens die bessere Mannschaft. Besser im Spiel drin als Deutschland. Und ja.
mit den besseren Torchancen. FIFA World Cup 2018, Portugal spielt noch gegen Argentinien am heutigen Samstag. Weiter geht das Spiel. England bleibt hier gut im Ballbesitz. Passstaffetten hier durchs Mittelfeld von England. Wird auch relativ wenig angegriffen. Da muss mehr kommen. Und jetzt Neuer jetzt erstmal mit dem Ball. Aber der Ball wieder gleich weg. Also das ist hier grob fahrlässig, was die Deutschen hier bieten. Und das könnte jetzt das 1-0 sein. Nein! Klasse Parade. Also Neuer mit einer Glanzleistung heute. 50 Minuten steht es 0-0. Er war auch leicht abgefickt. Das war eigentlich recht schwierig, weil Boateng da noch dran war. Es hätte auch nach hinten losgehen können. Und jetzt Hector auf der Linie. Aber es fällt trotzdem das 1-0. Es war Sterling. Oder? Nein, es war nicht Sterling. Es war... Das werden wir jetzt gleich herausfinden. Ich konnte es leider jetzt nicht erkennen, wer das war. Ey, wir sehen uns nochmal die Wiederholung an. Hector klärt da in der Mitte. Der Ball kommt rein. Und da kann Neuer nichts mehr machen. Smalling war das. Also, jetzt steht es 1-0. Chris Smalling in der 52. Minute. Verdient führen hier die Engländer. Und jetzt kommt Hector. Und jetzt muss Deutschland natürlich nach vorne pressen. Offensiver spielen. Und die Engländer werden sich jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen hinten reinstellen. Oder vielleicht nochmal hier auf 2-0 erhöhen. Och, die Leute, zum Ball. Das ist doch das A und O. Hummels dazwischen. So, Eric Dier kommt raus und Dele Alli kommt rein. Den muss Neuer haben. Den hat Neuer. Langer Ball auf Werner. Och, Werner, also so einen Ball muss man annehmen können. Damit ist ja keine Entlastung, auch vom Stürmer hier nicht da. Neuer also wieder mit dem langen Ball auf Werner. Der spielt diesmal per Kopf weiter auf Can. Und Can schickt da Özil, Mesut Özil. Jetzt mal vielleicht ein guter Angriff von Özil. Och man, Jungs, das kann doch nicht sein, dass ich euch jetzt hier durchgehend der Ball hier wer verspringt. Alter Falter. Und jetzt Hector gegen Walker. Hector gegen Walker. Schönes. Also das war nur fair. 100% fair. Da war nichts Unsportliches dabei. Für mich eine komplette Fehlentscheidung. Rashford kommt jetzt rein für Vardy. Also komplette Fehlentscheidung vom Schiedsrichter gespannt. Wo da ein Foulspiel war, konnte ich leider nicht erkennen. Das war eine echt schöne Grätsche. Finde ich nicht gerecht. Und dann entsteht dadurch das 2-0, meine Damen und Herren. Und jetzt muss Deutschland reagieren, Offensivmänner bringen und vielleicht hin, um auf 2-2 zu erhöhen. Und es war wieder Smalling, der hier trifft, das ist unglaublich. Doppelpack von Chris Smalling, das wird er wahrscheinlich auch nicht vergessen, allzu schnell. Und jetzt ist Goretzka gerade reingekommen und verliert hier gleich erstmal den Ball. Also das ist ja hier eine Einstellung der deutschen Nationalmannschaft. Das könnte jetzt bitter werden. Deutschland muss natürlich jetzt noch komplett nach vorne spielen, aber da entstehen natürlich auch die... Also hätte das jetzt gepfiffen, dann wäre es vorbei gewesen hier. So, jetzt kommt Özil. Auf Werner. Werner! Die erste gute Möglichkeit hier für die deutsche Nationalmannschaft in der 67. Minute. Komm, komm doch, Neuer, geh doch mal hin.
England probiert natürlich jetzt früh zu stören, um überhaupt nichts zuzulassen. England wechselt nochmal zum letzten Mal. Walker muss raus, da kommt Tripper. Groß. Auf Werner. Und Werner auf Goretzka, aber Butland. Passt auf, Butlamp. Man merkt es jetzt langsam, jetzt wird es langsam. Und Rashford mit der Großchance hier. Gegen Neuer. Klasse Parade. Also Neuer hält hier echt was zusammen. Jetzt hat Deutschland nur noch 15 Minuten Zeit. Man merkt aber gar nicht, man könnte eher denken, die liegen hinten, so wie die spielen. Zum Ball vielleicht. Ball wieder weg. So, ich bin der Meinung, jetzt wird es mal Zeit, dass wir hier mal ein paar neue Offensivkräfte bringen. Gündogan kommt noch rein. Ich brauche noch einen recht schnellen Außen irgendwie. Zack. Und dann mache ich jetzt den Doppelwechsel und dann geht Gündogan nach Mitte. So. Nach rechts und Gomez geht in den mittleren. Und jetzt langer Ball nochmal. Die Latte rettet Deutschland hier vom 3:0. Doppeltlatte. Also jetzt ist die Partie gelaufen. Latte 1. Latte 2. Und aber auch kein Abwehrspieler geht da wirklich hin. Kein Abwehrspieler. Jetzt kommt der Doppelwechsel. Rashford natürlich mit dem 3:0. Langer Ball jetzt mal, Gündogan. Gündogan, oh, Pfosten. Also jetzt kam mal echt ein schöner Spielzug zustande und jetzt müsste Eckball geben. Ja, gibt es aber nicht gut. Also Deutschland jetzt viel besser. Steht auch weiter vorne. Jetzt natürlich durch zwei neue Offensivkräfte. Das ist einfach nicht normal. Also hier Deutschland kommt gar nicht wirklich, kann sich gar nicht wirklich nach vorne kombinieren. Ganz anders als England. Jetzt vielleicht mal. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Werner. Na klar ist das Spiel für Deutschland schon gelaufen, aber wenigstens nochmal ein Ehrentreffer. Mit so einem Ergebnis will man sich einfach nicht verabschieden. Das hätte einfach schon in der 50. Minute passieren müssen, so ein Pressing von Deutschland, nicht in der 90. Bin ich ganz ehrlich. Und damit hat Deutschland sich das Spiel auch selber verbaut. Na klar, ist es jetzt natürlich auch eine Frage, dass England hier Deutschland jetzt nochmal einfach rankommen lassen will. Also gar nicht mehr richtig angreift, weil sie wissen, dass das Spiel hier auch gelaufen ist. Ja, Deutschland verliert 3:0 und ist damit aus dem FIFA World Cup 2018 rausgeschieden. Und ich hoffe, euch hat die Prognose, also die Prognose sagt schon, die Folge trotzdem gefallen. Ich würde sagen, wir starten die WM einfach dann nochmal neu.
wieder mit Deutschland und mal gucken, wie weit wir das nächste Mal kommen und welche Gegner wir im Achtel- und Viertelfinale bekommen. Ja, schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein, wenn du neu vom Channel bist, kannst du mich gerne abonnieren. Aber wir schauen uns natürlich nochmal an, wer hier Weltmeister geworden ist. Also Deutschland hat verloren 13-0 gegen England. Argentinien spielt gegen England. Du bist ausgeschieden, okay. Und wer wird Weltmeister? Hallo? Gut, ja, ja, gut, mache ich das nochmal schnell, könnt ihr sehen. Wir nehmen wieder Deutschland und erstellen hier nochmal schnell einen neuen World Cup. Und dann wisst ihr Bescheid. So. Ich hoffe, euch hat, wie gesagt, die Folgen gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Spiel der Gruppenphase Deutschland gegen Mexiko. Also das heißt, zweiter Versuch, Weltmeister zu werden. Also bis dann. Tschüss.